Ja, die Jura J9 macht wieder gute Kaffee. Gucken wir uns das an kurz. So, die Einstellung 3 Bohnen hier. Da wurde reklamiert, dass hier die richtige Pulvermenge nicht vorhanden ist. Super. So, was haben wir gefunden? Und zwar das hier. Kann man das vielleicht gut erkennen? Das ist eine Reinigungstablette. Und die Reinigungstablette hat sich hier in der Pulverschacht irgendwie eingeklemmt. Und dadurch kann die Maschine keine Bohnen ziehen. Also beim Reinigung der Maschine gut darauf aufpassen und durch die Klappe schauen, dass die Tablette, die Reinigungstablette der Brühgruppe, richtig in der Brühgruppe reinfällt und nicht irgendwo stecken bleibt hier. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Manchmal ist es so, dass man sehr viel Kaffee macht und feucht durch Feuchtigkeit, da zieht sich ein bisschen rein und dann klebt die Tablette so an der Seite irgendwo und dann kann ja keine Bohnen mehr ziehen. Na, und wenn man jetzt zum Beispiel ein Cappuccino macht, ja, man sieht, das ist ein HS Plus Mahlwerk, malt ja sehr schnell, die richtige Menge kann man gar nicht nachschauen, da ist ja vorne schon voll. Ja. Was hat das? So, ja, ist das Cappuccino geflüchtet. Okay, Moment, Entschuldigung. Jetzt muss man, ja, ist egal, kommt die Kaffee durch. Okay, dann mache ich Stopp. Dann kann ich das nochmal wiederholen. Aber wir lassen das erstmal so. Die Brühgruppe presst gerne Kaffeesatz zusammen. Dann wird er auseinander gedrückt, ist klar. Und dann kann man sehen, da ist ein riesen, das heißt, es ist zu grob. Okay, Gehäuse. Muss man nochmal ein bisschen einstellen hier. Dann machen wir das ein bisschen feiner und dann wird die Kaffee noch. Jetzt kann man auch nochmal wiederholen. So, Espresso ist hier. Und man sieht, die ganzen Kohlen sind jetzt weg. Und dann mal schauen, wie das Espresso aussieht. So, super. Sieht richtig gut aus. So, dann nehmen wir das weg. Die Brühgruppe hat nachgefüllt. Und dann schmeißen wir das Ganze raus. Und dann, ja, ist genug, aber das wäre das hier. Also, richtig gut, ne? Nichts defekt am Gerät. Ja, Mahlwerk absolut in Ordnung. Gut darauf aufpassen. Ja, ob das jetzt ungesund ist, möchte ich und kann ich dazu nicht sagen. Na, das funktioniert.